Das Spiel ohne Grenzen und ich hoffe, dass wir jetzt viel Action sehen. So, Herr Rennleiter, was meinst du? Können wir abfahren? So, wollen wir sie reinlassen? Auf geht's, Fuhren! Christoph, wie wollte das wissen? 8 Tonnen, Quatsch. 382 wird in der Schleifen, ist weg. Und es wird weitergekämpft. Guck euch mal die Vorderbahn an. Der ist noch 2 Tonnen. Dann die 740. Marc Peters. Und andersrum war das. Marco Ergang dreht hier. Team Appelshof. Oh, schön angekommen mit dem Doppelüberschlag. Beide Autos auf der Seite. Rote Flagge. Rennabbruch. Die verbleibenden Fahrzeuge bitte in den Vorstartbereich vorziehen. Und schön, dass die Streckenposten. Und die 26 wird gleich rausgedreht. Vorne links. Und Rennabbruch, Überschlag. Schöne Aktion von Harald Kapischke. Schlatterbund. BMW E30 führt vor.
Lühmann-Kfz. Einen schönen Gruß von hier aus. Rote Flagge, Rennabbruch. Steuern voll, Kapelle. Und hier bleibt er beim Feindgang. So, nur verbiegt ihm nicht den Kofferraum von Bennett. Habe ich genau gesehen, vorher war der neuwertig. Jetzt wird gekuschelt. Und mal gucken, was passiert in der Kurve. Dodo Nilett versucht einzulenken und wird umgedreht. Und das gibt's doch nicht. Arjen van Aarum profitiert von dieser Unnachgiebigkeit von Kuhan. Also der Niederländer jetzt in Führung. An zweiter Stelle. Marco Hirschner. Kommt es auf den Moment an. Genau den Kontakt, wenn man einlenkt bei Topspeed. Und er kommt mit Riesenschritten näher und wird das Treffer wird es nicht und schon gar kein Bildungs. Hier kommt der Treffer. Thomas Witt. Ja, Thomas Witt wird gleich gedreht. So, Generals vorne weg. Einer zum schnellen Autofahren, der andere macht den Bahndienst. Yeah.
70. Ich glaube, das ist Markus Krause, der die Führung hat. Und Alter, geht das jetzt? Leute, wir sind noch nicht im Sprint. Ich flippe aus. Wir haben richtig leistungsstarke Autos. Vor der 47 und
46 ist einmal um die eigene Achse gedreht worden. Das ist der Mann aus Süderholz, der John Müller. Und dann haben wir eine rote Flagge in Retter. Ja, nur von hinten und jetzt der Seitentreffer. Und dann haben wir ein Cordoba und Alvin Wolf ist gedreht worden. Aber 132 ist ungefährdet in Führung, Lars Hohenkamp von der VW Chaos Garage. Soweit ich weiß, hat der Pilot Wolf-Christian haben wir einen Rennerbruch. Okay, dann hat sich jemand überschlagen von Andreas Brandt. Und die Kronen sind auch dran. Aber wir sind ja flexibel wie ein Amboss.